Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail. Und es musste ja so kommen, wie ich es befürchtet hatte. Ich habe nämlich einen Tag vorspielen wollen, oder besser gesagt gleich zwei Tage vorspielen wollen, aber der eine Tag hat schon gereicht. Und ihr seht hier unten links, ich habe noch 50.000 übrig und ich habe tatsächlich schon meinen Einkauf getätigt. Und ich zeige euch mal die Bestellung. Das sind 719 Artikel. Die haben mir wirklich die Bude komplett eingerannt und alles Mögliche gekauft, was nicht nied- und nagelfest war. Ich hatte einen Umsatz von tatsächlich knapp 120.000. Oh, und das war schon heftig. Und das ist jetzt mal ein Tag gewesen, den ich nicht aufgenommen habe. Einfach deswegen, weil ich ja nur vorspielen wollte. Ich wollte nur so, keine Ahnung, dass ich so 20.000, 30.000 habe, so nach zwei Tagen, die ich dann vorproduziere. Aber es kam halt dann etwas anders, als ich dachte. Tja, leider, aber dafür seid ihr heute mit dabei und die 50.000 wollen wir natürlich dementsprechend gut investieren. Den schicke ich gleich mal auf Schulung. So, Kasse ist auf jeden Fall wichtig. Der Martin. Dann der Kilian. Was bist du? Du bist auch Kasse, du bist jetzt halt voll ausgebaut, jawohl. Dann haben wir Milena. Jawohl, hier bei der Aufstockung. Dann der Hendrik. Oh, da haben wir sogar zwei Punkte, das ist cool. Dann können wir gleich nochmal den Verkauf hier mit in die Schulung schicken, das ist gut. Jasper. Einen hier, jawohl. Passt. So, ich habe mir zwar gerade den Plan angeschaut, aber durch das, dass ich jetzt noch jemanden auf Schulung geschickt habe oder auf Kurs, ist es natürlich blöd. Jetzt fehlt uns quasi hier von 10 bis 14 Uhr einer. Den beiden hier habe ich freigegeben, weil die etwas angeschlagen sind. Wahrscheinlich war der Tag ein wenig zu viel. Habe dann dementsprechend diese zwei hier unten eingeteilt. Das heißt also 13 bis 14 Uhr. Wir haben zwar Leute hier drin in der Kasse, da stelle ich mich dann halt selber mal schnell mit rein. Das ist ja kein Thema. So, Auffüller haben wir da. Verkäufer haben wir genug und Marketing hat frei. Also können wir das auf jeden Fall schon mal abhaken. Ich habe gleich nochmal eine Werbung geschalten. Ich vermute es jetzt einfach mal, dass das mit der Werbung zu tun hatte, weil das war eine A4-Werbung, in der ich ja vier Kunden angesprochen habe mit einem einzigen Hemd hier unten. Also da hatte ich dann A4, hatte dann hier vier Bilder drin und hier unten ein großes Hemd und keine Ahnung. So, wir können auf jeden Fall jetzt, und das mache ich auch, wir können hier nochmal den Laden um vier Teile ausbauen. Das sind nochmal 13.000. Und wenn wir jetzt dann im Lager sind, muss ich auf jeden Fall nochmal Liefercontainer aufstellen, weil wir haben hier nur 480 plus den zwei Paletten. Wir bekommen aber 700 Artikel. Das heißt, ich möchte nochmal drei von den Dingern hinstellen. So, und das machen wir jetzt dann auch gleich zu Beginn. Deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich raus ins Geschäft. Ich bin jetzt mal gespannt auch, wie... das ist normal. Und Renommee, kommen wir auf 26? Nein, kommen wir nicht. Aber ihr seht hier fast 20.000. Hammer. Hammer. Der Harry kommt auch schon. Das heißt, ich stürme jetzt gleich mal hinter ins Lager. Verkauf gleich mal diese zwei Paletten. So, und dann kaufen wir gleich nochmal Liefereinheiten. So, und zwar drei Stück von den Dingern hier. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dann haben wir nämlich auch auf jeden Fall das notwendige Stückchen an Lagerfläche, die wir auf jeden Fall brauchen werden. So, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe für einen, oder besser gesagt für zwei kleine Aufsteller Hosen gekauft und da möchte ich heute mal was ausprobieren. Und ich bin gespannt, ob das klappt. Das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Ich packe es da mal aus und dann hole ich euch gleich wieder mit rein. So, bei so vielen Artikeln ist es natürlich klar, dass das Lager ruckzuck voll ist. Von daher werde ich jetzt halt auch noch mal zwei Lagereinheiten kaufen. Das Geld muss einfach investiert werden, das ist ganz klar. Das sind halt noch mal 120 Einheiten. Also zwei solche Regale sind im Grunde ein so ein Dingsen hier.
Von daher braucht man das auf jeden Fall. Ich könnte eigentlich noch mehr kaufen, aber jetzt erst einmal auspacken, was geht. Und dann auffüllen, was geht. Also den Rest lasse ich Eileen machen. Ich würde sagen, ich gehe an die Regale ran und räume hier ein, dass wir auch wieder einen guten Verkauf haben, hoffentlich. So, ist Eileen jetzt die Einzige? Ja, die ist aktuell die Einzige, die hier am Auspacken ist. Ich hoffe auch, die packt die Sachen aus, die ich jetzt gerade hier reinhängen will. Oh, da war noch nicht. So, da hinten haben wir jetzt die vier zusätzlichen, aber es ist erst einmal wichtig, dass wir jetzt die Regale voll bekommen. Ich bin jetzt auch gespannt, also ich vermute wirklich, dass das mit an der Werbung liegt, wie du die Werbung schaltest. Wenn ich jetzt natürlich eine Werbung mache für vier Kundenbereiche, dann kommen natürlich auch von vier Kundenbereichen diese Leute und wollen natürlich auch was kaufen. Und ich vermute, das hat wirklich stark damit zu tun. So. Jawohl, wir können wirklich alle Regale jetzt füllen. Das ist super. Und wir müssen dann auf jeden Fall schauen wegen Personal, dass wir da noch was reinkriegen. Der Laden wächst jetzt auf jeden Fall enorm. Also jetzt innerhalb vom letzten Part und jetzt dieser Part nochmal. Das ist schon ein wenig was, würde ich sagen. So, nur noch da mit reinhängen und dann machen wir mal die Regale da vorne nach hinten. Jo, sind jetzt zwei da, ne? Zum Auffüllen, glaube ich. So, packen wir erst einmal die Dinger in die hintere Ecke. Da können wir natürlich dann auch wieder aufstocken, das ist klar. Aber noch nicht gleich. Jetzt machen wir erst einmal, kümmern wir uns erst einmal um den Bereich hier. So. Und noch das letzte. Zack, so. Ich habe hier zwei Aufsteller hergestellt. Und zwar möchte ich diese füllen mit Hosen. Ich habe, wie gesagt, ich habe viererlei Hosen bestellt und die hänge ich jetzt hier rein und ich mache Folgendes. Ich erhöhe bei denen den Verkaufspreis auf 1000 und ich bin gespannt, ob diese Hosen gekauft werden. Excuse me. Thank you. So, Kleider, Hosen. So, das da und das da. So, einmal reingehängt. Ich bin gerade beschäftigt, ich weiß. Das wäre natürlich, also eine Hose, wenn verkauft wird, könnte ich von dem Geld 5 neue kaufen. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, aber ob das natürlich passiert, ist natürlich die andere Frage, ne? Das ist klar. Aber ich wollte es jetzt einfach mal testen. Zu verlieren habe ich ja nichts, weil wenn die Leute die nicht kaufen, dann kaufen sie sie halt nicht. So, damit wäre das well prepared. Dann könnte ich mal ganz kurz hier noch den Bereich hier umgestalten. Boden. Thanks. Das sind ja nur 4 breit, ne? So, dann die Wände noch. Yes, gut. Dann hätten wir das. Jo. Hey, can you help me? Yes, na Logo, wenn du dich für die Hose interessierst, dann mache ich das doch mit Freude. So. Jetzt bin ich wieder sehr konzentriert. Okay.
schade. Aber 100%. So. Kundenbedürfnis steigern. Jetzt bin ich gespannt. Ah, verdammt. Das hat leider nicht geklappt. Verkauf abschließen. Komm, du nimmst dir jetzt eine, oder? Nein, nimm keine. Ich denke wirklich, dass das Geld schon entscheidend ist. Aber wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Ich bin gespannt, ob hier am Abend dann eine von diesen Hosen fehlen wird. Da bin ich jetzt echt gespannt. So, ich glaube, da habe ich nur 3 verschiedene Dinge drin hängen. Genau. Da fehlt uns ja immer noch ein Artikel quasi. Also ich glaube nicht, dass die Hosen verkauft werden, weil das Spiel wird schon so eingestellt sein, dass gerade so die Schnäppchenjäger, die hier so reinkommen in den Laden... danke. Im Grunde dann da schon vor dem Preis zurückschrecken werden. Ich habe aber auch Werbung gemacht auch für die Berühmtheiten. So, wir könnten hier mal ein Schild hermachen. So, Schild anzeigen. Okay. Na gut. Schild bearbeiten, Text. Da schreiben wir einfach top drauf. Ist es auf der anderen Seite? Jo. So, Schild. Das machen wir schön rot, oder? Yes. Gut. Und Text machen wir... Na, nicht größer. Ja, so. Hey, got a second. So, ich würde sagen, das einmal kopieren. Dann packen wir das gleiche nämlich hier dran. So, Schild anzeigen. Einfügen. Achso, den Text muss ich auch machen, klar. Da machen wir natürlich top. Ne, da machen wir den Pot. Und passt. Gut. So, wir könnten noch eins machen, und zwar, wir wissen ja, dass alles im Eingangsbereich eher im Fokus steht bei den Leuten. Deswegen stellen wir das jetzt einfach mal nach da vorn. So, und die Hemden... Da rutschen wir halt jetzt halt einfach mal ein bisschen nach hinten. Wir haben ja genug Platz. Thank you. Könnten wir so ein bisschen verteilen das Ganze. So, also wir werden schon noch mit aufstocken mit Hemden. Excuse me. Aber jetzt im Moment gerade nicht. Thanks. So. Hey, got a second. Also ich denke mal, dass dieses Experiment scheitern wird. Ich glaube nicht, dass da jemand kauft. Aber wer nicht wagt und probiert, der nicht gewinnt, sagt man ja irgendwie, ne? So, jetzt hätten wir dann auf jeden Fall Platz. Ja, die sind wahrscheinlich zu teuer, ne? Zack. Und dann holen wir den anderen auch noch hier vor. So. Vielleicht machen wir es auch mal auf 500 oder sowas. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir könnten ja sowas machen. Moment. Wir machen den einen auf 1000, die anderen beiden machen wir auf 500. So. Hey, a little help. Jo, wenn du so eine Hose willst, dann komme ich natürlich gerne zu dir. Yes, das ist schon mal gut. Excuse me. Hey, got a second. Das ist cool. Gut, und dann noch das Kundenbedürfnis steigern. Excuse me.
Yes, da läuft's gut jetzt. Halt. Hey, can you help me? Und 100% Kundenbedürfnis und jetzt muss der aber zugreifen. Oh, und da ist tatsächlich eine Hose weggegangen für 500. 2, 3. Oh, wow. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Dann setzen wir die auch runter auf 500. Wenn die sich mit 500 verkaufen, dann ist das natürlich schon gut. Ja, warte, ich bin da. Zeige alles, ich zeige dir die Hosen. Das brauche ich dringend. Jawohl, Notwendigkeit, das ist doch schon mal super. So. Du gehörst mir schon. Gut, den habe ich schon, den habe ich schon, den habe ich schon. Ah, yes. Hey, got us. Und? Thank you. Komm. Thanks. Greif zu. Irgendeine von den Dingern. Das macht natürlich schon enormen Bums jetzt hier in der Kasse, ne? Das ist klar. Hey, can you greif da jetzt drauf zu? Hat er zugegriffen? Jo, er hat zugegriffen. Super. So, schauen wir mal, ob man noch was auffüllt. Oh ja, wir können einiges auffüllen. Da passt's. So. Ich weiß, ich wollte nur Hemden haben. Na, das weiß ich. Aber ich wollte das einfach jetzt mal testen. Wenn wir hier 5 Hosen drin hängen haben, die das Stück 500 Dollar bringen und ich zahle dafür, glaube ich, 130 im Einkauf, dann sind es quasi eine verkauft und wieder 3 gekauft. Thanks. Yes. Hey, can you help me? Ja, es läuft. Hey, a little help. Und ich vermute wirklich, es ist dem zu schulden, dass ich Werbung schalte. Das habe ich schon öfters gesagt in meinen Parts. Ich weiß es. Aber ich sehe es halt immer wieder bestätigt, wenn ich dann einmal keine Werbung schalten kann, weil ich kein Geld habe, wie dann im Grunde am nächsten Tag es schlecht läuft. Hey, have a minute. Excuse me. Da war nur das eine. Hey, can you help me? Okay. Ey, schaut euch das an. Die fressen ja die Hosen schon fast. Ja, Wahnsinn. So. Hi, spare 2 seconds. Ja, stell ich jetzt mal so her. Das passt. So, wir haben 19 Uhr fast. Also, die Hosen, die ich jetzt halt hier verkauft habe, die haben locker das Geld wieder reingeholt. Ihr seht auch, wir sind auf fast 95.000. Wir sind auf 95.000. Das ist natürlich schon cool. Muss ich sagen. Gut. Und es läuft. Ja, wir warten jetzt im Grunde bloß noch. Ja, den Feierabend ab, sage ich jetzt mal. Ja, aber es freut mich, dass das jetzt so geklappt hat. Man könnte dann noch probieren mit vielleicht kurzen Hosen, die man dann vielleicht hier noch mit herbringt. Aber ich möchte halt doch eher auf den Shirts bleiben, ne? Das ist... Hi. Spare 2 seconds. Ja, ich komme. Du willst die kaufen nämlich. Das ist für mich ein gefundenes Fressen. Hey, have a minute. Yes. Und noch das Kundenbedürfnis steigern. Hey, can you help me? Thank you. Yes.
Und du freust dich und du greifst zu. Und mit dir hätten wir dann quasi alle Hosen verkauft. Ohne Probleme. Ja, klasse. Die muss jetzt halt bloß noch zur Kasse gehen eigentlich und zahlen. Yes, the high-quality Jeansen sind verkauft. Wir gehen auf den Feierabend zu. Es sind noch einige Kunden hier im Laden. So, closed. Leute, geht an die Kasse, zahlt noch euer Krempel. Und Kassen zu. Kassen zu. Mann, Leute, das ist Verkauf. Ja. Das freut mich riesig. Wir haben natürlich noch einiges an Pullis und so weiter hier drin. Ich würde sagen, wir stocken heute mal auf. Und zwar 4, 5. Da hinten habe ich ja noch eine leere Stelle. 5, 9. Mit 13. 113.000. Mit 13 neuen Artikeln stocken wir heute auf. So, E-Mail. Mein Gehalt. Gehaltserhöhung, Gehaltserhöhung, Neuverhandlung, oh meine Güte, Lohn zu niedrig, ach Gott, ihr Armen, mein Gehalt. Also bis jetzt habe ich immer nur Müller, Kempf, Kröger, Mai, Blum, Hamm, Stoll, Greiner, Heinrichs, Gärtner, Langner, Pförster, Probst, Blume, Pfeffer. Also jeder ist jetzt, fast jeder ist jetzt hier schon mit drin in der E-Mail. Und naja, ich ignoriere es einfach mal. So, Bestellung Mindestlager, das sind 681 Artikel für 60.000. Das ist natürlich hervorragend. Ich möchte schauen, die Hosen müssten ja da mit drin sein, ganz unten. Jawohl, haben wir drin. Können wir bestellen. Ich möchte auch nicht mehr als die 5 pro Farbe haben. Also das ist in Ordnung. So, wir brauchen, habe ich gesagt, 13... neue Shirts. So. Kleider, Hemden. La Fashionable haben wir. Diese. Dann die. Wir haben die bis zum Blauen. Dann haben wir diese schwarz-weiß, rosa. Dann kommen nochmal die Polos hier. Und es kommen diese gestreiften. Okay, von dem Bereich La Fashionable haben wir quasi alles. So, Active Sports. Ich weiß nicht, ob ich jetzt halt Sportsachen mit reinnehme. Eher Casual Clothes, würde ich sagen. Da schauen wir jetzt einmal nach. So, auch von oben nach unten. So, dass ich im Grunde wirklich jedes Teil habe, in jeder Kategorie. So, wir sind bei dem Grün. Dann haben wir hier Weiß, Grau, Schwarz, Orange und die 4. Jawohl, da haben wir auch alles. Streetlife, wie schaut es hier aus? Da haben wir, so wie es ausschaut, auch alles mit drin. Jo. Und dann kommt noch Fun Games. Oh, da haben wir noch nicht einmal diese hier. Dann hauen wir die 3 mal mit rein. Da mache ich jetzt natürlich auch erst einmal 10. Dann haben wir... Ich finde die halt so hässlich irgendwie. Ich kann mir nicht helfen, ne? Aber okay, ich möchte wirklich aus jeder Kategorie alle Shirts haben in meinem Shop. Also von daher gehen auch diese hier mit in den Verkauf. Dann sind da die Hände und das nächste sind dann schon die Runner, die sind aber da unten. Das heißt, ich müsste nochmal, ja, die 4 und hier sind es dann nochmal 3. Okay, naja, das wird man schon hinkriegen. Irgendwie. Jetzt sind es zwar mehr als gewollt, aber das passt schon.
Also ich meine, ich habe jetzt halt im Moment noch 53.000, nachdem ich die Regular-Bestellung gemacht habe. So, dann haben wir die Beschrifteten, dann kommen die... Oh, warte mal, da habe ich nur zwei Beschriftete, ne? Der fehlt mir noch. 10. So, dann kommen die Dinger hier. Da habe ich auch nur zwei. Da habe ich das Schwarze und das Weiße, aber das hier nicht. Also, 10. Dann kommen zwei davon. Okay, das heißt also, dann mache ich die jetzt halt voll und fertig. So, 10, 10, 10. Und da haben wir das Schwarze und das Weiße, dann fehlt noch das Grüne. So, dann haben wir aus dem Bereich hier auch alle Shirts jetzt drin. So, mach mal zu, geh auf Mindest. So, das sind nochmal 200 Artikel für 12.000. Kaufen wir. Wir haben jetzt insgesamt gekauft 880 Artikel. Ich habe ja noch Geld übrig, das heißt, ich kann hier auf jeden Fall eine Liefereinheit noch herstellen. Wir gucken mal ganz kurz auf unser Personal. So, die sind jetzt halt alle vollzählig. Die zwei habe ich ja quasi wieder im freien Tag. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, das ist jetzt für Montag. Wir könnten den Markus Kempf 15 bis 19. So. Ablösen und hier mal einen freien Tag geben. Und wir könnten den Armin Kramer 19 bis 21. So. Genau, dann sind die zwei hier nämlich nochmal mit am Start. Das passt. Oh Mann, das sind schon wieder 31 Minuten. Das war aber jetzt halt auch, die Zeit ist echt verflogen jetzt. Wir haben genügend da, was das Auffüllen angeht. Wir haben von den Verkäufern einige da. Marketing ist auch da. Jetzt gucken wir nochmal auf die Entwicklung, weil wir haben ja welche auf Schulung geschickt. Tippfehler, oh je. Ja, dich müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Dann Martin. Jawohl, das ist cool, weil das ist ja die Renommee-Steigerung. Das ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir André. Wir haben Josephine. Die baue ich noch nicht aus. Erst wenn da wieder ein Punkt ist, der ins nächste Ding reingeht. So, dann da. Risiko des Auspackens. So, dann haben wir alle mal hochgepusht. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Bewerbungsgespräche an, die Bewerbungen an. Wen wir denn da einsetzen können. Ah, der ist schon wieder so vielseitig, weißt du. Das ist nicht gut. Ich weiß, ich wollte mir eigentlich einen so einen Wochen- oder Tagesabteilungsleiter hier ausbilden, aber da nehme ich jemanden aus den eigenen Reihen. Das heißt aus den eigenen Reihen eben jemand, der schon da ist und ausgebaut werden kann. Also noch weiter ausgebaut werden kann. Aber die haben, oh Mann, den könnte ich gerne für den Verkauf im Grunde nehmen. Aber der hat halt hier auch noch Ausbauten, ne? Was schaut denn bei dem aus? Launisch? Ja, launisch, Kunden zu verärgern. Also, nee, sorry. Ich brauche welche, die verkaufen können. Fabian? Was kannst du? Was soll denn das jetzt? Die haben... Ich brauche jemanden, der eine Skillung hat. Maximal zwei. Ich bin da rigoros, also da, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich bin da rigoros. So mag ich das, jawohl. Schlafmütze, erhält langsame XP, mag längere Arbeitstage. Das ist schon mal gut, längere Arbeitstage und er erhält ja langsame XP, das heißt, den kann ich auch länger reinstellen in den Laden. So, schauen wir mal, was der
an Geld will. Wie schaut's aus mit 65? Okay. Dann wird Ruben Behrens eingestellt für den Verkauf. Ruben Behrens. Jawohl, der hat erst einmal einen freien Tag. Aber den werde ich auch in der Zeit hier, ich würde sagen, 10, ja, sowas, 10 bis 17. Der mag ja längere Arbeitstage, also von daher. So. Ich habe schon gemerkt, dass mit den freien Tagen ist besser, wenn man das individuell macht. Und dann wirklich, wenn man sieht, okay, die sind geschlaucht, dass man denen dann einen freien Tag gibt und dann ist gut. So, dann haben wir den. Wir schauen uns natürlich noch den letzten an oder die letzte. Ne, es sind noch zwei sogar. Maxi, Servusle. Ja, da geht's auch noch. Kasse würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn, dann auch Verkauf. Wie schaut's bei dir aus? Stimmungsniveau verliert schneller Energie. Gewinnt einen Bonus auf die Interaktion mit Kunden. Braucht weniger freie Tage. Dann wollen wir mal schauen, was die verlangt. Ich denke, da werden wir schon in die 70 gehen. Aber nicht mehr wie 79, wir haben 80. Okay. Dann haben wir quasi noch Maxi Bock. Die hat Bock, bei uns im Verkauf zu arbeiten. Schauen wir mal, ob ich die jetzt hier drin habe. Nein. Wo habe ich die dann drin? Maxi Bock. Kasse. Ich tue doch die nicht an die Kasse. Ganz ehrlich. Die muss auf jeden Fall ja noch ausgebaut werden, ist klar. Ich würde sagen, ich packe die in die Zeit von 9 bis 15. 9 bis 15 ist, denke ich mal, ganz okay. So. Zack. Der lassen wir natürlich den freien Tag. Dann schauen wir nochmal hier. Cedric. Cedric Diggory oder wie war das bei Harry Potter? Okay, und dann brauche ich dich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das passt. So, dann haben wir das erledigt. Dann schauen wir uns jetzt halt auch nochmal Werbung an. Ich mache wieder in A4. Ich mache so, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Buchhalter. Hipster. Und Arbeiter. So. Und Hemden. Mittel. Okay, die sind zu weit unten. Es geht aber auf jeden Fall, das weiß ich. Sonst hätte ich es ja vorhin nicht. Mir ist es auch egal, ob wie die jetzt angeordnet sind. So, jetzt nochmal probieren. Jawohl, das hat gepasst. Das sind 4587. Da war die, der Erfolg bei 81%. Wir können dann auf jeden Fall hier im Lager. Wir können hier auf jeden Fall im Lager noch eine Liefereinheit dann da herstellen. Und da würde ich dann glatt die für 20.000 nehmen, die große. Oder wir können die da vorne hinstellen, müssen wir mal gucken. Das müsste eigentlich passen vom Platz. 2, 4, 6, 7. Das wären 700, 800, 840. 840 Artikel, die wir da reinbekommen. Hier kurz drauf schauen. 840. Wir haben 880. Also es wäre schon gut, wenn ich jetzt einfach mal eine große Liefereinheit hier mit reinpacke. Das machen wir einfach. Wir können auch hier hinten vielleicht mal das Lager vergrößern. Und dann war es das aber auch mit Lager. Ich glaube nicht, dass wir da noch sehr viel mehr brauchen.
So, zack, dann könnte ich auch die Liefereinheit vielleicht da hinten hinsetzen. Gut, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Es freut mich jedenfalls, dass ihr dabei wart. Lasst mir doch bitte ein Like da, lasst mir auch einen Kommentar da und dann täte es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal reinschaltet. Insofern, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.